Herzlich willkommen bei uns an der John F. Kennedy Schule im digitalen Inforaum. Mein Name ist Petra Schindler-Geiring. Ich bin innerhalb der Schulleitung für die Berufskollegs zuständig. Und wir haben ein außergewöhnliches Berufskolleg heute. Und das stellen wir vor, gemeinsam mit dem Julius stelle ich Ihnen das vor. Und zwar, wenn Sie zum Beispiel jetzt gerade kurz vor dem Abschluss Ihrer Ausbildung stehen oder vielleicht, wenn Sie auch vor 2, 3 Jahren Ihre Ausbildung beendet haben und sich überlegen, ob Sie noch studieren wollen, dann wäre das Berufskolleg Fachhochschulreife bei uns vielleicht das Richtige für Sie. Sie können in einem Jahr zur Fachhochschulreife gelangen. Und wie das geht, erkläre ich kurz etwas formalistisch. Also, Sie brauchen, wenn Sie zu uns kommen wollen, die mittlere Reife, egal wo auch immer, an welcher Schule bestanden, und eine abgeschlossene Berufsausbildung, die mindestens 2-jährig sein sollte und in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit Bezug zu unserem Schwerpunktfach Betriebswirtschaftslehre. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber heißt, Sie müssen eigentlich irgendwas mit BWL, Wirtschaft vorher gemacht haben und dann können Sie sich bei uns bewerben. Wie werden denn die Schulplätze bei uns vergeben für das BKFH? Im Prinzip kommt es ein bisschen darauf an, wie viele Anmeldungen da sind. Wenn wir ganz viele Anmeldungen haben, dann muss man nach dem mittleren Reifezeugnis entscheiden. Und dort sind auch nur die Noten Deutsch, Englisch, Mathe und die beste Naturwissenschaft ausschlaggebend. Also entweder Physik, Chemie oder Bio oder manche haben auch das Fach NWT gehabt. Kommt drauf an, wie viel sich bewerben. Wir haben dieses Jahr nur eine Klasse, lange Jahre hatten wir 2 Klassen. Vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder 2. Wir wären bereit für 60 Schüler. So, was lernen Sie da oder wie läuft das Programm im BKFH ab? Die Abkürzung heißt BKFH für dieses Berufskolleg und nicht verwechseln mit dem BK Fremdsprachen. Wir haben nämlich einige BKs hier an der Schule. Also das BKFH hat eigentlich eine überschaubare Stundentafel, würde ich mal sagen. Die Hauptfächer Deutsch, Englisch, Mathe und BWL, in denen man später auch die Prüfung macht, die sind natürlich sehr dominant mit 4, 6 und 7 Stunden. Dann hat man nur noch, ich sage halt nur noch 3 Nebenfächer, Geschichte, Physik, Informatik. Das wird auch mündlich geprüft dann am Schluss. Und Rallye-Ethik und Projektarbeit. Dazu kommt nachher sowieso noch mehr. Im Stundenplan sieht es dieses Jahr für die BKFH-Klasse, die dieses Jahr da ist, so aus. Und ich könnte jetzt mal sagen, sieht doch überschaubar aus. Und da frage ich gleich mal den Julius dazu. Julius, ist das ein überschaubares Programm oder was ist denn da schwierig dran? Oder was, wie geht es Ihnen mit dem? Also wie man sieht, man hat in einer Woche nur 2-mal Mittagsschule. Es ist aber nicht zu vernachlässigen, dass man nach der Schule halt noch einiges für die Schule machen muss. Man muss viel lernen und sich halt auf die Klassenarbeiten vorbereiten, die dann anstehen werden und ja. Ja, viele fragen mich, wenn sie so anrufen bei mir, wie ist es denn mit Mathe und Physik? Wie geht es Ihnen mit den Fächern? Auch gut? Ja, reingekommen? Natürlich auch personenbedingt. Ich habe auch ein paar Schwächen so in Mathe, aber da würde sich dann halt anbieten, davor, bevor man die Schule antritt, sich nochmal ein bisschen in das Thema einzuarbeiten mit einem Vorkurs oder. Ja, es halt gibt auch so Übergangsbücher, genau, die man sich holen kann vorher. Genau, gut. Also ich würde mal sagen, so auf Anhieb sieht es sehr kompakt aus. Ein kompaktes Jahresprogramm oder eigentlich ist es ja nicht mal ein ganzes Jahr. Jetzt habe ich das Fach Projektarbeit vorher noch ausgelassen, aber das kann der Julius uns auch viel besser vorstellen als ich. Was macht ihr denn da dieses Jahr? Genau, also bei der Projektarbeit geht es darum, wissenschaftlich zu arbeiten. Da kriegt man oder wird einem ein Überthema vorgelegt. Bei uns ist es dieses Jahr die Filmanalyse. Da findet man sich in kleinen Gruppen ein und muss dann halt sich einen Film aussuchen und den dann halt analysieren, sprich verschiedene Szenen und so genau bearbeiten, Kameraführung und in der jeweiligen kleinen Gruppe hat dann das jeweilige Gruppenmitglied eine bestimmte Aufgabe und ist, am Schluss muss eine Dokumentation abgegeben werden und die Dokumentation oder das ganze Thema oder der Film muss dann präsentiert werden. Das soll als kleine Vorbereitung fürs Studium sein und ihr werdet ja fast alle ins Studium gehen. Genau. Vermute ich zumindest, aber da können Sie nachher noch was dazu sagen. Und solche Arbeiten muss man ja dann im Studium öfters machen im Semester. Genau.
So, wenn mich jemand anruft oder wenn mich jemand fragt, wie ist denn das mit dem BK-Fachhochschulreife, dann sage ich, oder bei der Begrüßung habe ich euch eigentlich auch die gleichen Worte gesagt. Ich denke, man müsste sich auf das Jahr, eine Schuljahr konzentrieren. Eigentlich ist es nicht mal ein ganzes Schuljahr, es ist ja eigentlich von September bis Juli, 9 Monate. Arbeiten nebenher würde ich sagen, wenn es nicht unbedingt sein muss und man finanziell diese 9 Monate anders klarkommt, vielleicht keine Arbeit nebenher. Das mit Mathe und Physik habe ich Sie vorher schon gefragt, das haben wir auch schon behandelt. Und vielleicht eher so das selbstständige Lernen natürlich. Wie würden Sie es denn beschreiben, wenn Sie vor allem dann auch vielleicht hier passende Kartle dazu auswählen, wie ist denn Ihr Fazit oder Ihre Sicht zu dem BKFH? Also zuerst kann ich die Sachen, die Frau Schindler-Geiling angesprochen hat, nur bestätigen. Man muss viel selbstständig arbeiten, man muss eine gewisse Konzentration mitbringen und was auch ganz wichtig ist, man braucht eine große Willenskraft. Das ist ein Jahr, in dem ein Jahr geht es zur Sache, da muss man richtig ranklotzen und ja, hier bei dieser Karte nach so vielen Jahren wieder Schule, das finde ich ist kein großes Problem. Man findet sich schnell wieder in den Schulalltag ein. Und was mir an der BKFH gefällt, es ist so, dass es ja nur ein Jahr ist. Also ich habe in einem Jahr meine Fachhochschulreife erworben und kann dann so schnell weiter studieren und dann wieder so schnell wie möglich ins Berufsleben einsteigen. Mhm. Gut, super, danke schön. Zum formalen Teil nochmal, also Sie sind jetzt bei uns seit September und haben das erste halbe Jahr geschafft. Was man dazu sagen muss, es gibt eine Probezeit, die muss man halt bestehen. Man muss die 4,0 haben, ganz normal wie eine Versetzung auch, 4,0 im Durchschnitt. Und wir hoffen, Julius, dass es bei euch alle schaffen in eurer Klasse. Gell? Ich glaube, das sieht ganz gut aus dieses Jahr. Weil das Dumme ist, ich muss es realistisch sagen, man muss nach der Probezeit dann gehen. Man darf das BKFH wiederholen, aber hat halt einen Leerlauf und muss im September vielleicht nochmal anfangen. Ja, muss man ja vorher wissen. Ja, dann geht es an die Prüfung und die Fachhochschulreife wird erreicht und die ist auch bundesweit. Man kann in ganz Deutschland an allen Fachhochschulen studieren. Ihre schriftlichen Prüfungsfächer habe ich vorher schon gesagt, das sind unsere Hauptfächer Deutsch, Englisch, Mathe, BWL. Und die Prüfung findet im Mai statt, so alles gut geht. Und mündlich werden Sie in einem weiteren Fach geprüft. Und was ist denn Ihr Plan nach der Prüfung dann, Julius? Also, nachdem ich die Fachhochschulreife erworben habe, habe ich vor, ein duales BWL-Studium zu machen im Bezug Handel. Mhm. Und ja. Ja, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn die Schüler BWL studieren anschließend, weil dann wissen wir so, sie waren hier richtig aufgehoben und haben die richtige Richtung gewählt. Wobei man natürlich auch an dem Zeitpunkt noch alle andere Richtungen wählen kann. Man kann Soziales und Technisches oder sonstige Studien anschließend machen. Wenn Sie Interesse haben, sich bei uns zu bewerben, dann würde ich betonen wollen, dass Sie das auf der Homepage machen müssen und bitte nicht verwechseln mit dem BEVO-Verfahren für die anderen BKs. Also wir haben ein schuleigenes Anmeldeformular, findet man auf der Homepage, das bitte ausfüllen, an das Sekretariat schicken oder persönlich vorbeikommen und bitte einen Lebenslauf mitschicken, einen lückenlosen und die Kopien aller bisherigen Zeugnisse in beglaubigter Form bitte. Nicht nur Kopien, also normale Kopien, beglaubigte bitte. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen und sich nicht ganz sicher sind, dass Sie bei uns genommen werden, dann geben Sie einfach noch 2, 3 andere Schulen an und stellen eine Priorität her. Das sieht man aber alles auf dem Anmeldeformular. Das hilft manchmal dann doch, dass man einen ganz sicheren Schulplatz bekommt. Die Anmeldefrist endet am 1. März. Bewerben kann man sich ab jetzt und immer. Wie geht es dann weiter? Sie bekommen von uns einen Brief Ende März. Jeder Bewerber bekommt Post auf jeden Fall. Das ist entweder eine vorläufige Zusage oder vielleicht zunächst auch eine Absage, weil es zu viele Bewerber dann doch waren. Und manche von Ihnen kann ich auch schon eine endgültige Zusage schicken, nämlich die, die die Ausbildung schon lange fertig haben. Und die mittlere Reife auch. Und wenn es überschaubar ist vom Bewerberfeld, dann gibt es doch schon einige endgültige Zusagen.
Die beglaubigten Endzeugnisse, also wenn Sie jetzt noch Ihre Prüfung machen zum Beispiel, dann kriegen Sie noch ein Berufsschulabschlusszeugnis und dann kriegen Sie von der IHK noch ein Bestehenszeugnis. Das geben Sie bitte, sobald Sie irgendein neues Zeugnis haben, bei uns ab. Dann vervollständigt sich Ihre Bewerbung. Und wenn Sie einen Platz haben bei uns und ihn absagen wollen, dann wäre es mir ganz recht, wenn Sie Anrufer würde, weil dann kann jemand anders auch nachrücken. Und wenn Sie da irgendeine Frage dazu haben mit den Zeugnissen, dann dürfen Sie auch gerne anrufen. Da sage ich nachher noch was dazu. Und wenn Sie natürlich in Geislingen oder in Stuttgart oder irgendwo anders einen Platz annehmen, wäre es uns auch sehr recht, wenn Sie uns das sagen, weil so können wir besser planen. Und es sind überschaubare Gruppen und dann kann doch ein anderer noch nachrücken. Ja, zu unserer Schule. Ich könnte noch relativ viel erzählen, wie unsere Schule aussieht, kann ich Ihnen heute nicht zeigen. Ich empfehle aber einfach auf der Homepage ein bisschen weiter zu klicken. Dort findet man einen virtuellen Schulhausrundgang, lohnt sich. Wir sind wirklich ein schönes Gebäude. In unserer Schule gibt es auch ein, finde ich, sehr reges Schulleben, obwohl wir eine große kaufmännische Schule sind, aber auch manche BKFH-Schüler kommt ganz gerne zu einer SMV und macht irgendein Projekt mit oder macht einen Sporttag. Fußball spielen tut sie in der Regel auch gerne. Also man kann sich im Schulleben auch noch mal ein Jahr ganz gut aufhalten. Was wir auch gerne machen für unsere BKFHler ist dann Studienorientierungs- und Berufs- und Beratungstermine wahrzunehmen, weil im Prinzip stehen sie nach dem BKFH ja doch da und dann überlegen, ja, was soll ich jetzt studieren und wo soll ich hingehen oder welche FH passt zu mir. Ja, da gibt es ein kleines Programm bei uns. Den Rest bitte einfach durchklicken, was bei uns an der Schule noch so läuft. Und wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe oder wenn noch irgendwas offen ist, dann dürfen Sie gerne auch anrufen oder eine Mail schicken oder eben auf der Homepage noch die anderen Infoblätter alle durchgucken. Wenn Sie eine Frage haben, habe ich die richtige Ausbildung oder passe ich jetzt in dieses kaufmännische BKFH? Bitte nehmen Sie Kontakt auf. Das ist oft so, dass man auch manche Berufe einfach nochmal drauf gucken muss oder dass ich auf ein Zeugnis drauf gucke und sage, ja, das passt schon zu uns. Also jederzeit bitte Kontakt zu uns aufnehmen unter den Daten, die Sie hier finden. Ja, wenn Sie sich dafür entscheiden, dann würden wir uns am 13.09. zum Start sehen. Das wäre der erste Schultag, 13.09.2021. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bis dahin, entweder beim Abschluss Ihrer Berufsausbildung oder eben bei der Überlegung, gebe ich meinen Job auf und mache ein Jahr Schule.